Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr jetzt hier den Livestream nachschauen, tut das bereits. Und wir sind zurück in Through the Darkest of Times hier im Jahr 1936. Und es gestaltet sich inzwischen wirklich schwierig. Die Moral mäßig, die Mitglieder teilweise schon gesehen worden. Und nur noch 16 Runden. Es wird wieder eine enge Kiste. Ob wir das Ding hier drüben schaffen, das ist wirklich fraglich. Denn wir haben noch nicht einmal die dazugehörigen Reisepässe oder die SA-Uniformen. Also es dürfte sich äußerst schwierig gestalten. Aber wir probieren es. Wir brauchen erstmal mehr Geld. Wir haben derzeit noch 53 Mark, weil wir hier die drei mit den roten Verfolgungsgraden hier erstmal ins Versteck schicken für eine Weile. Ob wir jetzt Bärbel oder Stefanie mitnehmen oder nicht, ist meiner Meinung nach egal. Denn die verlieren ihren roten Punkt ja auch, wenn wir sie zu keiner Mission zuordnen. Aber ich habe sie jetzt mal da reingesteckt. Ist auch egal. So, dann haben wir hier die Gesine bzw. unsere Else, die jetzt hier unter neuem Pass unterwegs ist. Versucht jetzt hier Spenden in Spandau zu sammeln. Als Sozialdemokratin fällt ihr das naturgemäß zwar schwer. Aber naja, 11 bis 14 ist besser als nichts. Und unser Experte als Kommunist und Arbeiter, unser guter Valentin, der versucht es hier in Kreuzberg zusammen mit seinem Fahrrad, damit das Risiko sinkt, denn auf die Einnahmen sind wir jetzt angewiesen. Wir könnten natürlich schon anfangen mit SA-Aktivitäten. Das Problem ist aber, dass wir nicht genug Leute frei haben ohne Verfolgungsgrad und wir brauchen auch 40 Geld. Also das ist sehr teuer, das machen wir erst in der nächsten Runde. So hoffe ich zumindest. So, wir haben alle hier eingestellt auf Missionen und dann werden wir jetzt hier die Ausführung beginnen. Kriegen auch hier nochmal 13 Mark, 42 Unterstützer. Und schau mal, Valentin besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern. Ein Zeuge. Wir verstecken uns mal, dann gibt es weniger Geld leider. Der Augenzeuge geht wieder. Und er wurde gesehen. Für 12 Mark, das war nicht gut. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Naja, dafür haben sich die anderen drei versteckt. Dann sind die wenigstens nächste Runde wieder verfügbar. Und Gesine sammelt jetzt in Spandau. Ja, auch alles so kleine Pillerbeträge. Immerhin, 6 Moral haben wir gewonnen. Das ist schon mal gut. 2 Unterstützer aber auch verloren. Heydrich benennt Staatsfeinde. Die Staatsfeinde sind nicht nur Kommunisten, Juden und Freimaurer, sondern auch Kirchenvertreter, die sich politisch äußern. Jedes Brautpaar erhält ab sofort ein kostenloses Exemplar von Mein Kampf. Tja, das ist sehr interessant. Und am 1. Mai feiern unter dem Motto Freude am Leben. Mittags findet im Berliner Lustgarten ein Staatsakt statt. Na gut. So, wir sind jetzt am 3. Mai 1936 und unser Treffen beginnt, indem Bärbel Meyer uns um Rat bittet. Mein Sohn ist erst 12 und Mitglied der Hitlerjugend. Es passt mir natürlich überhaupt nicht, dass er bei dieser furchtbaren Gruppe mitmacht. Was hält er denn davon? Das Schlimme ist, es gefällt ihm dort. Er ist unter Freunden. Sie üben ununterbrochen zusammen an einem Marschlied für die Olympischen Spiele. Sie schütteln den Kopf. Was soll ich machen? Soll ich ihn rausziehen? Ja, jetzt kommen wir hier schon wieder in die nächste Bredouille. Ich kann sie absolut verstehen, aber wir können uns keine Aufmerksamkeit derzeit erlauben. Die Gestapo klopft uns an unsere Tür. Dr. Tod verfasst jetzt meinen Mampf. Na denn. Ja. Ich würde gerne sagen, du solltest deinen Sohn daraus ziehen, aber wir dürfen nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Es geht um so viel mehr. Es geht ja nicht nur um ihren Sohn. Ja, es geht auch um ihren Sohn, aber er ist einer und wir erreichen so viel mehr, wenn wir unsere Aufgaben hier schaffen. Nee, zieh bitte nicht die Aufmerksamkeit auf die Gruppe. Er ist immer noch dein Sohn. Du kannst ihm immer noch deine eigenen Werte vermitteln. Gib der Gestapo keinen Grund, an deine Tür zu klopfen. Ja. Oh Gott. Ja, toll. Und jetzt können wir die SA-Aktivitäten wieder nur unter hohem Risiko machen. Ah!
Das ist aber auch alles ärgerlich. Und Maria und Valentin haben einen Punkt und Gesine jetzt. Oh, na wunderbar. Maria. Puh, ist das ein Risiko, ey. Guckt euch das mal an. Maria und Valentin. Bekannt wie bunte Hunde. Gefühlt zumindest. Oder ist Stefanie besser? Oh ja, mit Stefanie geht das wesentlich besser. Dann ist das Risiko schon mal etwas geringer. Achso, ach, Moment. Hä? Ja, oder wir machen das mit Bärbel und Stefanie. Und lassen die anderen drei erstmal raus. Dass wir erstmal hier die das Geld gut investieren. Tja, mit mehr Geld steigt die Wahrscheinlichkeit. Aber wir haben natürlich auch... Ja. Ja, ich glaube, so machen wir das. Aber wehe, das klappt jetzt nicht, ey. Dann haben wir richtig viel Geld verbrannt, ne? Aber so muss es klappen irgendwie. Ich will das auch nicht weiter nach hinten schieben. Wir haben nur noch 15 Runden. Wir können uns jetzt hier keine Rumpimmelei erlauben, auf Deutsch gesagt. Um das mal so salopp zu formulieren. So, wir brauchen definitiv auch Geld. Also es tut mir leid, Valentin. Du bist nochmal dran. Ob du geschafft, gefunden wirst oder nicht. Wir brauchen Geld, Geld, Geld. Ganz viel Geld. Geht nicht anders. Meinst du, die letzten 10 Geld haben kaum was gebracht, schreibt Bilder? Ja, stimmt eigentlich, ne? Wir müssen schon mit jeder Mark hier kalkulieren oder mit jedem Zehner-Schritten. So, hier oben ist übrigens die Mission, dass wir den Jungen von der HJ abbringen können. Aber ich würde das erst machen wollen, wenn wir mehr Unterstützer. Wir brauchen die 50 hier. Ah. Jetzt können wir in Wedding aber auch wieder Spenden sammeln. Allerdings nur unter hohem Risiko. Nee, Leute, lasst, das bringt nichts. Mit so geringer Aussicht bei so hohem Risiko, das ist nicht wirklich gut. Hatte Bilder recht, das letzte Mal draufschaufeln hatte hier bei der Mission kaum Effekt gehabt. Und jetzt in Spandau Geld sammeln, das ist, boah. Obwohl, das Risiko ist gar nicht mal hoch hier. Warum eigentlich? Die sind doch hier unterwegs da mit der SA. Könnte man probieren mit der Monarchistin. Oh, sollen wir das probieren? Das könnte richtig viel Geld geben. Aber Block hat da auch recht. Wir müssen eigentlich mal mehr Mitglieder... Einen Freund treffen. Gucken wir mal. Hier, da könnten wir Gesine für benutzen. Das sieht richtig gut aus. Das Risiko hält sich in Grenzen. Dann macht Gesine die Mission. Weil wir brauchen jetzt unbedingt Unterstützer. Das ist erstmal nur einer. Aber die Arbeiter können wir dann in der nächsten Runde besprechen. Oder mit den Arbeitern sprechen. Hier können wir mit Christen sprechen. Tja, Maria könnte das machen, aber nicht gut. Nein, nein, nein. Nee, da bräuchten wir Stefanie für. Stefanie ist jetzt auf der anderen Mission. Ja, da müssen wir die Mission mit den SA-Aktivitäten halt so lange weglassen. Dann dauert das halt noch. Einer ist besser als keiner. Ja, aber, du, aber guck doch mal, Block, das ist doch Quatsch. Also mit der Vorbereitung hier und der Gefahr, never ever. Also da kann ich auch gleich freiwillig das Geld wegwerfen. Das hat keinerlei Aussicht auf Erfolg. Also so gut wie keine Aussicht auf Erfolg. Das ist wirklich... Lass uns erstmal mit den Christen sprechen. Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir hier oben auch unseren Einfluss verbreiten. Und dazu brauchen wir definitiv Stefanie. War Bärbel nicht sonst eine christliche... Ach nee, Bärbel ist ja unsere Neue. Stimmt, Bärbel Meier war die Neue. Die andere mit dem Kind, die hatte uns ja verlassen. Das war ja nicht Bärbel Meier. Jetzt habe ich das erst raus. Oh mein Gott. Das ist so lange her mit dem Stream, dass ich das schon wieder nicht mehr wusste. Ah, okay.
Ja, 9 bis 11 Unterstützer. Informationen könnten wir sicherlich, ja, wir könnten mehr, aber aber wir brauchen diese Informationen. Wir können damit nicht raus. So, denen geben wir das Fahrrad mit. Dann können die schon mal einige Unterstützer hier bringen. 9 bis 11. Das müsste reichen, um die 50 zu knacken. Wenn alles klappt. Maria könnte noch was machen. Du meinst jetzt das SA-Ding, also die Aktivitäten. Du musst doch wissen, wie lang der Pfad da ist. Ja, der Pfad ist eine Runde, dann noch eine Runde für eine SA-Uniform. Ich weiß auch nicht, wie wir an 3 SA-Uniformen rankommen. Ich hoffe nicht, dass wir 3-mal eine nur kriegen können, sondern dass wir das irgendwie verstärken können, dass wir mehrere Uniformen auf einmal bekommen könnten. Und wir haben auch keinen starken Charakter. Die Wahrscheinlichkeit, ich bin ganz ehrlich, ich sehe das sowieso nicht passieren. Es klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, aber wir haben keinen Charakter außer Stefanie mit ordentlicher Stärke. 2-2-2-2-1. Ja, wir haben 2, die Geheimhaltung haben, aber keine Stärke. Das ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass das hier sowieso gelingt, ist auch schon gering. Eine Runde, 2 Runden, dann das Ding hier, 3 Runden, dann müssen wir uns noch Reisepass besorgen, 4 Runden. Also wir sind bestimmt 6, 7, 8 Runden unterwegs, bevor wir überhaupt die Sachen beisammen haben. Würde ich mal schätzen. Ungefähr. Ungefähr. Ja, Unterstützer gehen in jedem Zug. Ja, genau. Aber ich schildere dir mal kurz Bilder, was in meinem Kopf gerade vorgeht. Wir haben nämlich eben angedeutet bekommen, als wir das erste Mal Flugblätter verteilt haben an der Universität, da wurde gesagt, dass wir eine Mission ermöglichen, mit einem Beamten zu sprechen. Wir haben aber hier keine Beamtenmission auf der Karte, was mich zu dem Schluss führt, dass die erst freigeschaltet wird, wenn wir 50 Unterstützer haben. Und dass wir den Beamten brauchen, ist ja klar, denn ansonsten, wie sollen wir sonst an Informationen über das Regime rankommen? Wir brauchen noch 7 Stück, um das nachher durchführen zu können mit dem Grenzgänger. Und die kriegen wir nur, wenn wir die Beamtenmission haben. Aber die haben wir nicht. So, also ist das Thema irgendwie völlig klar, wir müssen die Beamtenmission freischalten, sonst kommen wir hier sowieso nicht weiter. Ne, sonst kriegen wir keine Informationen. Ohne Informationen kriegen wir keine kritischen Flugblätter. Da müssen wir nämlich 3 Informationen immer reingeben. Also geht das nicht. Ja, ich glaube, wir machen das auch so. Wir holen uns jetzt erstmal die Unterstützer. Ich denke sowieso, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Die sind auch so angelegt, diese Mission. Da muss schon alles perfekt passen. Sonst ist das einfach nicht schaffbar. Ne, ihr seht ja hier, Maria könnten wir jetzt einsetzen, aber sie hat wieder einen Punkt Verfolgungsgrad. Ja, das ist ein hohes, hohes Risiko. Wir können das machen, aber dann müsste sie fliehen, wenn sie gesehen wird, was extrem wahrscheinlich ist. Wie sieht es hier aus? Besser. Dann lassen wir sie hier Spenden sammeln. Bei dem einen Punkt, da gucken wir jetzt mal nicht so genau hin. Wir machen das jetzt mal. Als Monarchistin hat sie hier eine gute Gelegenheit, ein bisschen Geld wenigstens zu kriegen. Wir probieren mal. Okay, das wär's. Planung beenden. Alle sind im Einsatz. Es wird hart. Ach, Hildegard Pitz. Hallo Gesine, sagt sie mit trällernder Stimme. Guten Abend, Frau Pitz. Wohin geht's denn? Ich gehe feiern. Ich habe eine neue Stelle und werde doppelt so viel verdienen wie bei meiner alten. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Danke, sie lächelt. Die NSDAP steht uns ja so sehr zur Seite. Sie geben nicht nur unserem Land eine neue Richtung, sagt sie und deutet auf die Nachbarschaft. Sie haben auch mir zu einer neuen Stelle verholfen. Mir stockt der Atem, aber ich beherrsche mich. Oh, sind Sie der Partei beigetreten? Nun ja, wie alle anderen auch. Ich denke, die allermeisten unterstützen unseren Führer. Es ist ihnen nur ein bisschen peinlich. Das wird sich bald ändern. Ihre naive Begeisterung wirkt fast sympathisch. Nur reden wir hier leider über Hitler. Sie geht davon aus, dass ich auf ihrer Seite bin. Ich werde das jetzt so stehen lassen. Sie weiß ja, wo ich wohne. Wächterin in einem Konzentrationslager? Woher will sie das denn jetzt wissen? Also fragen wir erstmal nach, ich glaube, das ist sinnvoller. Was für eine Stelle hat man für sie organisiert? Ich werde als Wächterin arbeiten, in einem der Speziallager außerhalb der Stadt. Mir wird schwindelig, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich kann meine instinktive Reaktion nicht unterdrücken, aber Frau Pitz merkt es kaum. Keine Sorge, Sie haben mir versprochen, dass es nicht gefährlich sein wird. Und sowieso, jemand muss es ja tun. Und die Bezahlung erst, grinst sie. Aha, wie finden Sie das? Irgendwie schaffe ich es, die Beherrschung nicht zu verlieren. Pitz zuckt die Achseln. Naja, ich gebe zu, es ist ziemlich einschüchternd. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Aber die haben gesagt, dass diese Arbeit nur an besonders treue Parteimitglieder vergeben wird. Sie lächelt wieder. Geben wir Ihnen einen guten Rat mit? Ja, komm, wir sind nett. Bitte seien Sie vorsichtig, Frau Pitz. Natürlich, machen Sie sich keine Sorgen. Hildegard Pitz entfernt sich. Ich höre noch, wie sie ein kleines Lied vor sich herpfeift. Die naive, immer freundliche Frau Pitz, die Kekse für die Kinder im Haus backt, wird Wächterin in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager. Das Böse unter uns verbreitet sich und trägt ein glückliches Grinsen. So, nur noch 40 Unterstützer. Also jetzt bräuchten wir schon mindestens 10 aus unserer Unterstützungsmission, sonst kriegen wir den Threshold nicht geknackt. Schade. Naja, mal gucken. Dann flüchten wir jetzt. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Aber er wird natürlich gesehen. Ja, dann... Mist, ey. Mann, es funktioniert auch nichts momentan. Stefanie Hoffmann trifft sich mit Menschen aus den christlichen Gemeinden. Wir haben einen Priester, Robert Buchbinder. Wird über unsere Aktion, bla bla bla, das habe ich jetzt nicht schnell genug lesen können. 9 Unterstützer. Ja, also haben wir immer noch keine 50. Na, vielen Dank auch. Hat also quasi nichts gebracht. Im Endeffekt spielmechanisch. Gucken wir mal, was Gesine daraus macht. Ich stelle jetzt mal gar nichts ein, das ist jetzt... Ist jetzt Quatsch. Wir ziehen es durch. Hildegard Knoblauch ist die Kontaktin. Oder der Kontakt hier. Haben wir nicht sogar jetzt 50 Leute? Oder 49? Ah, 50 glaube ich, oder? Ach, ich weiß es nicht. Wir gucken gleich mal nach. Maria Katz sammelt immerhin Geld ein. Na, immerhin. 17. Minus 3 Moral, 8 Unterstützer. Wir müssten bei 50 angekommen sein. Ich gucke gleich mal. So, italienische Truppen besetzen Addis Abeba. Die siegreichen italienischen Truppen ziehen in die abessinische Hauptstadt Addis Abeba ein. Mussolini sagt, der Krieg sei zu Ende. So, das deutsche Luftschiff Hindenburg startet zu seinem ersten Nordamerika-Flug nach New York. Und Goebbels wird zitiert, ich entscheide, was veröffentlicht wird und was nicht. In einem Brief an die Landesregierung behält er sich das Recht für selbst über Verbote der Veröffentlichung von in- und ausländischen Zeitungen und Zeitschriften zu entscheiden. Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, das sind jetzt teilweise auch Zeitungsausschnitte, die so nicht veröffentlicht wurden, sondern das sind Dinge, die passiert sind, die im Rahmen dieser Zeitungsdarstellung hier abgebildet werden. Das muss man an der Stelle dazu auch sagen. Ne? So, Bärbel Meyer hält ihren Kopf in den Händen. Es geht wohl wieder um den Sohn in der Hitlerjugend. Ja, um ihn geht es, sie seufzt. Es ist schrecklich. Sie proben Lieder für die Olympischen Spiele und er übt sie andauernd zu Hause. Diese Hitler-Hymnen, es kommt mir so vor, als hätten sie ihn mir gestohlen. Ich würde auch sagen, gib die Hoffnung nicht auf, es ist immer noch dein Sohn. Du hast ihn noch nicht verloren, Bärbel. Ja, aber die Moral ist natürlich trotzdem bei ihr. Geht in den Keller, 44 haben wir nur noch. Okay, wir haben neue Mission. Ja, wir haben die 50 Unterstützer genau erreicht. Allerdings jetzt Probleme hier, weil die SA sich wieder blicken lässt. Hier würden wir Unterstützer bekommen. Naja. Ja, Gesine und Valentin dürfen eigentlich wieder ins Versteck. Das ganze schöne Geld, was wir haben, geht wieder drauf. Aber ich glaube, das ist jetzt notwendig. Die beiden müssen jetzt pausieren. Es bringt nichts. Wir brauchen sie wieder ganz frisch in der nächsten Runde. Dr. Tod meint auch erschreckend mit der Szene eben mit der Hildegard Pitz. Ja, auf jeden Fall, ne? So, was ist denn das hier oben für eine Mission? Tanzen gehen. Ach, wir können tatsächlich tanzen gehen. Ist das wieder die alte Stelle? Bin mir nicht sicher, aber noch brauchen wir es nicht. Unbedingt, dann werde ich es auch nicht machen. Aber die SA-Aktivitäten könnten wir machen. Das ist dasselbe Bild, genau.
So. Stefanie kann das machen. Und Bärbel kann das machen. Und wir könnten Maria mitnehmen, ja. Oder wir geben mehr Geld mit. Ja, es bringt uns nicht so viel, ne? Ja, aber ich würde fast sagen, wir machen das. Geben denen noch ein Fahrrad mit. 10 Geld weniger. Wir müssen schon wieder sparen. Under New Management, ja, wahrscheinlich, ne? Da können wir hier zumindest versuchen, die Gewohnheiten der SA kennenzulernen mit Stefanie und Bärbel. Ja, ansonsten haben wir jetzt nicht mehr viel Geld übrig. Und Maria würde pausieren oder soll sie jetzt nochmal eingesetzt werden? Ich meine, hier können wir mit Arbeitern sprechen, da können wir auch SA-Aktivitäten beobachten, aber das machen wir ja hier drüben schon. Also es wäre doppelt gemoppelt. Eine Werkstatt einrichten. Da könnte man hier eine Bombe drin bauen, aber das wollen wir ja sowieso nicht. Also auch das ist für uns eigentlich kein Thema. Spenden in Kreuzberg. Ja, das ist Quatsch mit ihr. Ja, genau, wir brauchen mehr Mitglieder. Block schreibt es gerade, weil wir verlieren ja mindestens 2 oder 3. Das heißt, wir brauchen unbedingt neue. Das Problem ist, wir kriegen ja hier erstmal nur einen, ne? Bücher verbreiten. Lichtenberg. Was haben wir hier? Ach, der Beamte. Siehst du? Ich wusste es. Den Beamten können wir erst treffen, nachdem wir 50 Unterstützer haben. Christian Ende erzählt, dass er einen Regierungsangestellten mit guten Beziehungen in Mitte kennt. Level 1. Das ist ja super einfach. Wow. Und als Monarchistin, das ist eine gute Idee. Leider bringt das nur einen Unterstützer, ne? Wir verlieren trotzdem unsere. Aber ist ja egal. Die Mission ist ja egal, wenn wir unter den Threshold, also unter die Grenze von 50 fallen, weil diese Mission haben wir dann ja abgeschlossen. Hoffentlich erfolgreich. Restrisiko bleibt, aber danach könnten wir Bücher verbreiten. Illegale Bücher sind eine wichtige Quelle für kritische Informationen. Aber kaufen wir dann Informationen? Wie funktioniert das Bücherverbreiten? Das weiß ich leider nicht. Müssen wir dann mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall der Weg, den wir jetzt einschlagen. Ja, wir könnten natürlich auch die Jungen von der HJ abbringen, aber nee, momentan, es geht einfach nicht. Wir brauchen hier Ruhe. Und wir brauchen auch den Zugang zu den SA-Uniformen dringend. Gut, wir haben alle eingestellt. Dann würde ich sagen, wir... Oh! Der Stream war gerade bei 0. Gab es gerade einen riesen Hiccup irgendwie. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Irgendwie gab es gerade Probleme und jetzt schon wieder. Also irgendwas ist heute mit Twitch. Irgendwas passt da mit der Serverauslastung nicht oder so. Ja, Dr. Tod und Block schreiben es auch schon. Die haben es auch gemerkt. Es ist immer noch Jumpy. Ich weiß es nicht. Ja, schade. Also Twitch scheint irgendwie Probleme zu haben. Oder ist das bei anderen Streams nicht so? Bin das jetzt nur ich? Oder also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Mit einem Mal. Wir hatten kaum Frames weggeworfen. Auf einmal verliert er jetzt hier regelmäßig hunderte Frames am Stück. Dann ist wieder ein paar Sekunden gut und dann ist wieder ein paar Sekunden nichts. Also es ist ganz komisch. Die Bitrate war völlig eingebrochen jetzt zweimal. Wisst ihr was, liebe Leute, dann mache ich jetzt erstmal ein Folgenende hier. Das hat ja so keinen Zweck, da muss ich mal gucken, ob sich's jetzt beruhigt oder nicht. Dann auf Wiedersehen an die, die das auf YouTube nachschauen. Vielen Dank dafür und wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall noch wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.